Am letzten Sonntag war der internationale Frauentag. Und am nächsten Dienstag ist Equal Pay Day. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sich zu diesem Thema wieder ein weißer Mann vor die Kamera setzen muss. Sehr gute Frage. Aber ganz ehrlich, ich finde, das Thema gibt uns eigentlich alle was an. Beim Equal Pay Day geht es ja um den Gender Pay Gap. Und von dem haben die meisten von euch wahrscheinlich schon gehört. Deshalb werde ich mich heute mal mit dem Thema beschäftigen, was zwar irgendwie damit zu tun hat, was aber die wenigsten auf dem Schirm haben. Und zwar mit dem Gender Pension Gap. Das ist der Grund, warum Frauen durchschnittlich 25% weniger Rente kriegen als Männer. Und den meisten fällt es erst dann auf, wenn es zu spät ist. Nämlich dann, wenn sie in Rente gehen. Was genau sich hinter dem Gender Pension Gap verbirgt, wie das mit dem Gender Pay Gap zusammenhängt und was wir dagegen tun können, darum geht's in diesem Video. Hi! Ich bin Johannes und bis vor ein paar Jahren habe ich als Banker gearbeitet. Ich habe damals nicht nur eine ganze Menge Girokonten eröffnet, sondern auch immer wieder mit Menschen über ihre Altersvorsorge gesprochen. Dabei ist mir aufgefallen, wie wenig Ahnung die meisten Menschen von der Finanzwelt eigentlich haben. Deshalb habe ich irgendwann meine klassische Bankerlaufbahn an den Nagel gehängt und mache jetzt lieber Videos hier bei Wahn und Sinn, damit hoffentlich irgendwann mehr Menschen verstehen, was sich hinter ihren Finanzen verbirgt, wie die große Weltwirtschaft funktioniert und was das manchmal beides sogar miteinander zu tun hat. Wenn ihr in Zukunft auch mehr davon verstehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Wenn ihr außerdem noch diese kleine Glocke aktiviert, werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Kurze Warnung vorab. Dieses Video wird eher zahlenlastig. Das liegt daran, dass ich nicht nur den Gender Pay Gap erkläre, sondern mir außerdem nochmal das deutsche Rentensystem ganz grundsätzlich angucke. Wenn ihr bei diesen beiden Themen schon voll im Bilde seid, dann spult doch einfach ein bisschen vor. Ich packe unten in den ersten Kommentar die Timecodes. Der Gender Pay Gap gibt an, wie groß die geschlechtsspezifischen Gehaltsunterschiede zwischen Mann und Frau in einer Gesellschaft durchschnittlich sind. Für die Berechnung von diesem Gender Pay Gap gibt es zwei unterschiedliche Methoden. Beim unbereinigten Gender Pay Gap wird der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen durch den durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern geteilt. Das Ergebnis ist dann ein Prozentsatz, der angibt, wie hoch der durchschnittliche Gender Pay Gap ist. In Deutschland beträgt der aktuell 21%. Das heißt, Frauen verdienen durchschnittlich pro Stunde 21% weniger als Männer. Und das ist echt ultra abgefuckt. Um den bereinigten Gender Pay Gap zu errechnen, werden all die Faktoren rausgerechnet, die rational erklären könnten, warum Frauen weniger verdienen als Männer. Also zum Beispiel, weil sie in anderen Branchen tätig sind oder weil sie unterschiedlich viel arbeiten durchschnittlich. Außerdem geht es um so Sachen wie Bildung und Berufserfahrung und die Frage, ob man eine Führungskraft ist oder nicht. Aber selbst wenn man all diese Faktoren rausrechnet, landet man in Deutschland bei einem bereinigten Gender Pay Gap von 6%. Und diese 6% sind nicht rational zu erklären. Außer vielleicht mit Sexismus. Wenn ihr jetzt vom Gender Pay Gap noch nicht genug habt und ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, schaut unbedingt bei Mai von MyLab vorbei. Die hat letztes Jahr ein großartiges Video dazu gemacht. Ich verlinke euch das hier oben in der Ecke. Aber was hat es jetzt genau mit dem Gender Pension Gap auf sich? Naja, es sind halt nicht nur die Löhne, die ungerecht verteilt sind, sondern auch bei den Renten werden Frauen strukturell benachteiligt. Dazu wurde auch geforscht. Es gibt eine Studie zum Beispiel aus dem Jahr 2017 von dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und eine andere von der Universität Mannheim, die in Kooperation mit der Uni in Tilburg entstanden ist. In diesen Studien wurde geschaut, wie sehr sich die Rentenhöhe von unterschiedlichen Alterskohorten voneinander unterscheidet. Insbesondere natürlich mit Blick auf das Geschlecht. Außerdem beschäftigt sich die Studie vom DIW noch mit der Frage, ob es Unterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern gibt, also platt gesagt zwischen dem Osten und dem Westen von Deutschland. Jetzt beruhen diese beiden Studien zwar auf unterschiedlichen Daten, aber in der Herangehensweise an diese Daten sind sie dann doch wieder sehr ähnlich. Zuerst schaut man sich die Beschäftigungsverhältnisse an. Daraus kann man dann hochrechnen, was das für die Rentenansprüche heißt und die möchte man ja untersuchen. Es geht nämlich vor allem um die Frage, wie sich die Rentenansprüche einer bestimmten Alterskohorte über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt haben. Und diese Rentenansprüche werden mit einer relativ komplexen Formel bestimmt. Während des eigenen Erwerbslebens sammelt man Rentenpunkte. Und das geht so. Für jedes Jahr, was ein Mensch in Deutschland genau so viel verdient wie der aktuelle Durchschnitt, gibt es dann einen Rentenpunkt. Also wenn das Jahreseinkommen in Deutschland bei 20.000 Euro liegen würde und ich verdiene 20.000 Euro im Jahr, dann würde ich für dieses Jahr einen Rentenpunkt angerechnet bekommen. Wer weniger verdient, bekommt abhängig davon auch weniger Rentenpunkte. Also wer 15.000 Euro verdient, bekommt nur 0,75 Rentenpunkte für dieses gearbeitete Jahr.
Und wer mehr verdient, also zum Beispiel 40.000 Euro, würde in diesem Beispiel 2 Rentenpunkte bekommen. Wie hoch die Rente ist, die man dann am Ende vom Berufsleben hat, hängt an 3 Faktoren. Erstens an der Anzahl der gesammelten Rentenpunkte. Je mehr, desto besser. Zweitens an dem Zugangsfaktor. Das meint, ob man früher oder später als gesetzlich geplant in Rente geht. Und drittens an dem Wert, den ein einzelner Rentenpunkt hat zu dem Zeitpunkt, wo man in Rente gehen möchte. Bis Mitte 2020 ist so ein Rentenpunkt in Ostdeutschland zum Beispiel 31,89 Euro und in Westdeutschland 33,05 Euro monatliche Rente wert. Dieser Unterschied zwischen alten und neuen Bundesländern wird übrigens seit Jahren immer kleiner und ab 2024 ist es gesetzlich festgelegt, dass es keinen Unterschied mehr geben wird. Und im Prinzip ist es das auch schon mit der Funktionsweise der gesetzlichen Rente. Man könnte natürlich noch viel mehr erzählen und ein eigenes Video dazu machen, aber wenn ihr sowas wollt, schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Ich brauche da auf jeden Fall Hinweise und kann ja nicht ahnen, was euch spannend erscheint. So, jetzt ist es auch langsam genug mit der ganzen Theorie. Man kann erkennen, dass in diesem Rentensystem sehr viel Gehirnschmalz steckt und das auf jeden Fall gut durchdacht ist. Nur hat die ganze Sache leider einen Haken. Und das ist die strukturelle Benachteiligung von Frauen. Denn in Deutschland gibt es einen massiven Unterschied zwischen den Rentenansprüchen von Frauen und den Rentenansprüchen von Männern. Auch wenn dieser sogenannte Gender Pension Gap seit einigen Jahren mehr oder weniger konstant schrumpft, hat er im Jahr 2014 immer noch 26% betragen. Was im Klartext so viel heißt, wie die durchschnittliche Frau bekommt ein Viertel weniger Rente als der durchschnittliche Mann. Besonders auffällig sind hier die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Der Gender Pension Gap in Westdeutschland hat im Jahr 2014 unglaubliche 42% betragen. Das heißt, der durchschnittliche Rentner hat 996 Euro bekommen, die durchschnittliche Rentnerin nur 576 Euro im Monat. Gleichzeitig hat im Osten von Deutschland der durchschnittliche Gender Pension Gap nur 23% betragen. Denn die Rentner haben da 1057 Euro rausbekommen und die Rentnerin 818 Euro im Monat. Bevor ihr euch jetzt auch wundert, es ist tatsächlich so, die durchschnittliche Rente ist im Osten höher als die im Westen. Dafür haben die westdeutschen Rentnerinnen und Rentner häufiger auch noch andere Formen der Altersvorsorge, wie private oder betriebliche Altersvorsorge oder sogar ein Eigenheim. Das heißt, obwohl die Westdeutschen weniger gesetzliche Rente haben, geht es ihnen finanziell durchschnittlich trotzdem besser als denen im Osten. Wenn ihr noch mehr zu den wirtschaftlichen Unterschieden von Ost- und Westdeutschland wissen wollt, dann schaut mal da oben hin. Ich habe da was für euch vorbereitet und mich schon mal sehr ausführlich mit genau diesem Thema beschäftigt. Wenn ihr außerdem genauso wie ich findet, dass es langsam an der Zeit ist, dass wir nicht mehr über Ost und West reden, weil es eigentlich langsam echt zusammengewachsen sein sollte, dann liked doch einfach dieses Video. Das freut mich, es freut aber auch den Algorithmus von YouTube. Aber woher kommt jetzt diese Rentenlücke zwischen den Geschlechtern? Die Gründe sind eigentlich ganz ähnlich wie beim Gender Pay Gap und werden zum Beispiel ganz gut an dieser Grafik sichtbar. In den ersten Jahren des Berufslebens schwankt der Gender Pay Gap um die 6%, was ja dem bereinigten Wert entspricht, wie wir am Anfang gesehen haben. Aber ab dem 30. Lebensjahr wird die Lücke dann immer größer. Die Autorinnen und Autoren der beiden Studien interpretieren ihre Daten sehr ähnlich. Sie kommen zu dem Schluss, dass durch die Familiengründung die Frauen nicht mehr die gleichen Chancen auf Karriere und damit auch nicht mehr die Chancen auf eine bessere Bezahlung haben. Und dadurch, dass sich die Höhe der Rente eigentlich ziemlich direkt aus der Höhe des Einkommens ableiten lässt, ist der Gender Pension Gap eigentlich gar nicht mehr so erstaunlich, sondern logisch. Okay, aber was können wir denn jetzt gegen diese Ungerechtigkeit machen? Die Autorenschaft der Studie aus Mannheim hat einen ganz konkreten Vorschlag. Frauen sollen einfach einen kleinen Prozentsatz ihres Einkommens zur Seite legen, gewinnbringend investieren und damit über die Zeit die Lücke, die sich auftut, privat schließen. Oder auch: Wer weniger verdient, soll einfach ein bisschen mehr sparen. Das hat bestimmt nichts damit zu tun, dass der Vermögensverwalter Fidelity die Studie mitfinanziert hat. Ich meine, ganz ehrlich, individuell kann das natürlich Teil einer Lösungsstrategie sein und das macht ja auch total Sinn. Aber gesamtgesellschaftlich ist es halt nicht besonders fair oder durchdacht. Wie absurd das Ganze ist, wird deutlich, wenn man sich nochmal daran erinnert, dass unser gesetzliches Rentensystem auf dem Generationenvertrag beruht, der davon abhängt, dass es Generationen gibt, die nachkommen. Also, der darauf aufbaut, dass Kinder geboren werden. Von Frauen. Die dann auch meistens aufziehen, größtenteils. Ich persönlich bin der Meinung, dass es mindestens 3 Stellschrauben geben könnte. Und die erste ist sogar schon im Gesetz verankert und hat was mit Rentenpunkten zu tun. Aktuell ist es schon so, dass für jedes neugeborene Kind einem Elternteil 3 Jahre Kindererziehungszeit in Rentenpunkten gutgeschrieben werden. Es gibt also 3 Rentenpunkte. Aber so ein Kind ist halt nach 3 Jahren noch nicht fertig aufgezogen.
Das heißt, es würde eigentlich naheliegen, die Care- oder Sorgearbeit, die Eltern für ihre Kinder leisten, mit realistischeren Rentenpunkten zu kompensieren. Die zweite Stellschraube. Die Forschenden vom DIW haben sich ja mit den Unterschieden zwischen Ost und West beschäftigt. Und denen ist aufgefallen, dass im Osten auch deshalb viel mehr Frauen Vollzeit erwerbstätig sein konnten, weil es die entsprechenden Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche gab. Auch deshalb gibt es dort einen sehr viel geringeren Gender Pension Gap als im Westen. Und der dritte Punkt, Gleichberechtigung. Aus meiner Sicht sollte die Sorgearbeit für Kinder und andere Angehörige eigentlich gerecht zwischen den Geschlechtern aufgeteilt werden. Und das heißt halt in den meisten Fällen, dass wir Männer uns stärker einbringen sollten, als das in der Vergangenheit üblicherweise getan wurde. Zur Wahrheit gehört aber da auch, dass man sich das natürlich auch leisten können muss. Stichwort Gender Pay Gap. Deshalb könnte die Politik vielleicht diese Gleichberechtigung stärker fördern, als sie das bisher tut. Und ich habe ganz unabhängig noch einen Vorschlag. Wie wär's, wenn wir Frauen einfach mal genauso bezahlen wie Männer? Es ist fucking 2020. Ich verstehe nicht, wie das noch nicht Standard sein kann. Das löst überhaupt kein Betreuungsproblem. Aber es ist sowas von überfällig. Alter. Verrückt, ich weiß. Aber man wird ja noch träumen dürfen. Ich freue mich auf jeden Fall bei diesem Video ganz besonders, mit euch in den Kommentaren zu diskutieren. Denn es ist zwar ein politisches Problem und es braucht auf jeden Fall eine politische Lösung, aber gerade weil es die nicht von jetzt auf gleich geben wird, ist es vielleicht sinnvoll, über individuelle Maßnahmen zu sprechen, oder? Was meint ihr? Apropos individuelle Lösung. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wieso ich persönlich nur noch 3 Tage in der Woche arbeite und das habe ich euch hier verlinkt. Außerdem könnt ihr hier auch ein anderes Video schauen. Also vielleicht bis gleich und ansonsten bis nächste Woche. Ich könnte nämlich euch Bescheid sagen, wenn es soweit ist und ich ein neues Video hochgeladen habe. Dafür bräuchte ich nur ein Abo und die kleine Glocke aktiviert, damit ihr benachrichtigt werdet automatisch. Bis dann. Ciao.